Hallo zusammen. Ich bin Michaela und wir sollen ja alle ein Video machen, was wir so machen, auch in Corona-Zeiten. Ich studiere aktuell in Schweinfurt, schreibe ich meine Masterarbeit Wirtschaftsingenieurwesen und sitze eigentlich den ganzen Tag hier am Schreibtisch. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich rauskomme und gehe gern spazieren und mache gern meinen Sport. Und da möchte ich euch heute einen kleinen Einblick geben. Und deswegen, hier in der Wohnung ist es ein bisschen schwierig. Ich habe auch schon die Sportklamotten angezogen. Und dann nehme ich euch mal mit raus. So, bevor wir mit dem Kickboxen anfangen, müssen wir uns erstmal ein bisschen warm machen. Ich zeige euch jetzt einfach ein paar kleine Übungen und wie oft ihr die ungefähr machen müsst. Und danach gehen wir ins Stretchen und dann zum Boxen. Alles klar, wir fangen ganz einfach an. Hampelmänner. Einfach gerade 20 Stück, dann geht ihr nach vorne mit euren Beinen oder was ihr auch machen könnt, ihr zieht das vordere Bein hoch, vorne oder auch seitlich. So, seitlich, auch jeweils immer so 20 Mal, ganz auch durch den Wechsel. Dann noch zwei kleine Übungen zur Kräftigung. Liegestütze natürlich. Wie soll es anders sein beim Kampfsport? 10 Liegestütze. Und wenn wir schon auf dem Boden sind, machen wir auch gleich Sit-ups. Füße ein bisschen anwinkeln. Unten. Hoch. Ein bisschen boxen. Und auf den Bauch und eine kleine Rückenübung. Ihr nehmt Hände und Beine hoch. Wichtig ist, dass ihr mit dem Kopf auf den Boden schaut und dann wippen. Oder wie wir es im Training immer gerne lernten, Holzhacken. Wenn euch das noch ein bisschen zu anstrengend ist, könnt ihr auch die Arme, die Hände ein bisschen an den Kopf nehmen. Das ist ein bisschen einfacher. Ansonsten vorne lassen. Auch bis 20 zählen. Dieses ganze Programm zweimal durch und ihr solltet warm sein. Dann gehen wir zum Stretchen. Kleine Version. Wir fangen erstmal an mit unseren Armen. Wenn wir auch den ganzen Tag sitzen, tut es auf dem Rücken sehr gut. Gerade auch wenn ihr vielleicht Schule oder was von zu Hause aus habt. Ihr könnt euch ein bisschen eindrehen. Immer so bis 10 zählen. Das dann auch natürlich auf der anderen Seite raus und einbringen. Dann die Hände hinter den Kopf und rüberziehen. Das natürlich dann auch auf der anderen Seite. Da könnt ihr dann auch eine kleine Challenge machen, wer von euch alles schafft, die Hände zusammenzunehmen. Genau, dann habt ihr auch so ein bisschen eure Arme. Dann gehen wir auf die Beine, einmal nach oben, Schulterbrett auseinander und nach unten. Und rechts. Und nach links. Wie schon gesagt am Anfang, ich mache das jetzt alles ein bisschen schneller. Nehmt euch da wirklich Zeit. Dehnen ist ganz, ganz wichtig. Und dann könnt ihr ein bisschen weiter aufgehen. Und nach unten. Versuchen, so die Ellenbogen auf den Boden zu kriegen. Und wieder zurück.
rechten Bein. Immer lächeln. Wenn es weh tut, ist es auch gut. Ihr wollt ja was merken und ihr wollt ja auch, dass es besser wird. Und je besser ihr euch dehnt, desto einfacher tut ihr euch dann auch in euren Sportarten. Egal, ob es jetzt das Kickboxen speziell ist oder auch für Tanzen oder Fußball. Dehnen ist ganz, ganz wichtig. Auch für das Verletzungsrisiko. So, dann gehen wir mit den Beinen zusammen. Machen nochmal ganz kurz die Rückseiten. Und zwar mit einer kleinen Kickboxübung. Das Bein nach oben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich nicht umfliege. Vorführeffekt. Auf Seite. Auf die Seite. Parallel. Und dann nach hinten. Oh, ein bisschen Gleichgewicht. Aber wenn es dann irgendwann funktioniert, freut man sich umso mehr. Genau. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite und dann können wir anfangen. Ready for Sport. Hi. So, wir sind jetzt hier in unserem Park, direkt an unserer Wohnung. Und das Thema von dem heutigen Video soll sein, einmal Prävention. Wie beuge ich vor, dass ich überhaupt nicht erst angegriffen werde? Und dann Kickbox-Grundtechniken. Ich mache den Sport jetzt schon seit über 15 Jahren und habe auch die letzten 4 Jahre als Trainerin gearbeitet und will euch einfach mal ein paar Grundtechniken zeigen. Und vielleicht macht es euch ja auch Spaß und motiviert euch ein bisschen zu Hause, vielleicht mit euren Geschwistern oder Eltern ein bisschen zu üben. Zu den Präventionsmaßnahmen, die, wenn ihr jetzt alleine abends unterwegs seid, es ist immer wichtig, dass ihr vielleicht auch einen kleinen Umweg lauft, nicht jetzt durch die dunkelste Ecke oder wenn dieser Park nachts, ist auch sehr dunkel, nicht durchlaufen, sondern eher an der Straße, wo ein paar Lampen sind, wo euch vielleicht auch ein paar Leute sehen. Ein sehr, sehr guter Tipp ist auch, wenn ihr so tut, als würdet ihr telefonieren oder wirklich telefonieren, das hatte ich auch schon mal selber, es sind mir ein paar Leute hinterhergelaufen und als ich dann angefangen habe zu telefonieren, sind die auch irgendwann wieder abgedreht. Was noch ein super Tipp ist, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid und einer kommt auf euch zu oder kommt euch zu nahe, ist es auch ganz gut, den erstens zu siezen, wenn ihr ihn ansprecht, dass wenn euch andere Leute beobachten, dass sie nicht auf die Idee kommen, dass ihr irgendwie zusammengehört. Und was ihr auch machen könnt, so gehen Sie weg. Handfläche nach oben und wirklich zeigen, hey, ich kenne kein Opfer, mit mir brauchst du es nicht zu machen. Und der wohl beste Tipp ist, nicht nur für Prävention, sondern auch um besser zu wirken, stärker zu wirken, ich zeige euch das kurz mal, ist eure Gangart und eure Körperhaltung. Also wenn ihr nachts, tags oder sonst unterwegs seid und da so durch die Gegend lauft, hängende Schultern, weiß nicht so richtig, wo ich hin will, signalisiert ihr mit eurer Körperhaltung, dass ihr eventuell einfacher anzugreifen zu sein, als jemand, der wirklich aufrecht geht, die Arme ein bisschen mitschwingt und immer irgendeinen Punkt fixiert, euer Ziel fixiert. Ihr wirkt selbstbewusster und hey, mich brauchst du gar nicht erst angreifen. Ja, und jetzt kommen wir dann zu unseren Kickbox-Grundtechniken. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, den Kickbox-Grundtechniken. Das Wichtigste am Anfang, wenn ihr schlagt, machen das ganz, ganz viele immer, dass sie den Daumen in die Hand reintun. Wenn ihr dann schaut, wenn ich schlage, kann es passieren, dass ich mir meinen Daumen selber breche. Deswegen, wenn ihr ohne Handschuhe arbeitet, immer den Daumen raus. Habe ich euch nur gezeigt, weil mit den Handschuhen sieht man es schlecht. Okay, dann fangen wir mal an mit der Grundstellung. Es gibt 2 Stück, vorwärts und seitwärts. Ich stelle mich nebenbei auch mal kurz vor, ich bin der Basti. Ja, ich bin jetzt hier in dem Teilvideo mal kurz der Partner. Ja, genau, zu zweit zeigen ist einfach ein bisschen einfacher. Mhm. Genau, dann fangen wir mal an mit der Vorwärtskampfstellung. Und da ist euer Standbein hinten. Und rauszufinden, was ist euer Standbein, lasst ihr euch am besten mal von euren Eltern oder Geschwistern hier an den Schultern einmal nach hinten stumpfen. Genau, und ihr geht automatisch mit eurem Standbein nach hinten. So. Das ist dann die Vorwärtskampfstellung. Ihr nehmt die Hände immer nach oben. Lauter. Kommst du näher her? Ihr nehmt die Hände immer nach oben
um in der Deckung zu sein. Und fange mit den ersten Schlägen an. Tap, Punch. Tap ist immer eure vordere Hand, wo auch euer Bein vorne ist. Tap, Punch. Okay, Tap, Punch. Genau. Und immer eine Hand am Kopf lassen. Und wenn ihr jetzt mal auf seinen Fuß achtet und seinen Körper, seht ihr, dass er den immer schön mit einkriegt. So hat er natürlich dann auch mehr Kraft und auch zielgerichteter. Nochmal. Punch, Jab, Punch. Jetzt mal Jab, Punch, Jab. Genau, dabei könnt ihr euch auch ein bisschen bewegen. Oder einfach nur mal eine nehmen. Oder wieder zwei. Oder ihr ärgert euren Partner und sagt 10. Genau, und immer schön ein bisschen bewegen dabei. Das Ganze Jab, Punch. Dann nehmen wir noch einen Kick dazu, den Frontkick, mit dem hinteren Bein aus der Vorwärtskampfstellung. Einmal, genau. Wenn ihr nochmal schaut, mit dem hinteren Bein nach vorne, Frontkick, der einfachste Kick. Das Ganze geht auch mit dem vorderen Bein. Und nochmal hinten. Und dann könnt ihr die Sachen natürlich kombinieren. Jab, Punch, Jab, Frontkick. Und damit das Ganze eurem Partner vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht, könnt ihr das, falls ihr nichts anderes habt, mit dem Wohnzimmerkissen machen. Oder, was wir jetzt hier verwenden, eine Bratze, die hat auch schon viel aushalten müssen. Dann könnt ihr einen Frontkick abfordern. Aber mit bewegen. Richtig schön auspowern. Kickboxen ist Ganzkörperfitness für euer Selbstwertgefühl und es tut euch einfach komplett gut, mal rauszukommen, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, sich draußen bewegen und ihr könnt es mit euren Geschwistern oder auch mit Eltern einfach mal ausprobieren. Die Grundtechniken und ihr könnt auch mit der Pratze das Ganze abfordern oder auch mit dem Kissen. Genau. Oder ein bisschen dynamischer. Boxhandschuhen. So. Genau, wechseln. Okay, das war die Lektion für heute und beim nächsten Video zeigen wir euch dann noch mehr Kombinationen. Viel Spaß beim Ausprobieren!